Hallo und willkommen bei Minecraft Skywars auf den Gummadee.net Server, ich mit Premium. Wie ich heute am Montag gemerkt habe, es kam der Prank mit Daniel. Prank, Beef, wie man es nennen will, jeder seins. Also ich sehe das eher als Beef, weil er halt sagte, ja, ich werde ein Hate-Video gegen dich machen. Oder wollte gerade eins gegen dich machen. Das finde ich dann eher schon Schweinerei. Weil es dazu keinen Grund gab. So. Aber. Da richten wir. Kann man ja auch machen. Mal über das Thema reden. Und. Jetzt spiele ich meine Karten aus. Weil ich mir nicht ruhen lasse. Deswegen spiele ich heute mal meine Karten aus. Die ich schon beim letzten Streit mit deinem machen hätte können. So, warte kurz. Ein Kill. Reicht. Sieht dafür zu. Also jetzt heute mal in diesem Video mache ich was, was ich sonst nicht tue. Aber es reicht mir mit denen. Weil ich erkläre erstmal, wieso es mir jetzt reicht. Daniel ist so einer in der Schule, so voll sozial und alles. Macht einen auf nett. Ist auch mal spendabel. Aber wenn du dann mit ihnen skypst oder so, dann ist er voll der Assi. Bei Skype und so benimmt er sich voll wie ein Assi. Kennt ihr so eine Leute? Ich hasse so eine Leute, die so in der Schule einen auf nett machen, lieb, nett, freundlich. Und dann, wenn ihr dann mit ihnen skypt oder was privat was macht, dann benehmen die sich wie der letzte Asiate. Und so ist es halt bei Daniel. Und da dachte ich mir, jetzt reicht's mir. Jetzt spiele ich auf 100% Offensive. Auf 100 satte Prozent. Gut, also YouTube-Richtlinie, man darf, beziehungsweise, man darf Sachen sagen, die schon mal in Videos erwähnt wurden. Man darf Sachen sagen, die einem privat sind, also was von mir ist. Ich dürfte jetzt nichts Privates über Daniel sagen, was er noch nie in Video erwähnt hat. Aber ich darf Sachen nennen, die Daniel schon erwähnt hat. So, und wenn er Beef will, mache ich da gerne mit. Weil ich kann die Karten auch ausspielen. Und meine Karten sind, glaube ich, da ein bisschen schlimmer. Also Daniel benimmt sich halt so beim Skypen assi. Deswegen kommt jetzt dieses Video. Oder so, ihr kennt ja Daniel. Das erste Beef-Video kam ja, weil er gehackt hat, es nicht zugegeben hat. Er hat 5 Runden gegen uns, also gegen Leute aus meiner Klasse, gehackt. Und hat es nicht zugegeben. Deswegen kam das erste. So, dann gestern ein Stream für euch vorgestern. Am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag den Stream. Das ist ein bisschen eskaliert. Zwei Leute gekillt, easy. So, da ist es ein bisschen eskaliert. Also dann hat mich da, war da halt noch dümmer als Lenny. Lenny, jetzt nichts gegen dich. Du stellst dich manchmal bei Minecraft dumm an. Da hat er sich halt noch schlimmer angestellt. Habe ich dann gesagt, ja, komm, geh weg, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Weil es mir einfach zu blöd wurde. So. Haben wir dann aufgehört zu skypen. Sagte ich einfach so, weil das zum Gag geworden ist auch bei mir. Wie zum Beispiel, ich habe die Lebkuchen nicht gegessen, ist ja bei mir auch ein Gag geworden. Dass ich ein Hate-Video machen werde. Weil manche der Meinung sind, ich mache immer gegen alles ein Hate-Video. Aber dann hätte ich schon so viele Hate-Videos gegen so viele Zuschauer machen müssen, die mich einfach nur beleidigen. Die einfach in die Kommentare Beleidigung schreiben, das bringt es einfach nicht. Ich mache nur, wenn mir ein Thema sagt, ja, komm, die Person hat was mit mir, YouTube, zu tun. Und die hat sowas richtig Asiatisches gemacht. Und das ist im Moment bei Daniel. Der benimmt sich wieder wie der größte Vollpfosten. Und damit, hey. Ich glaube, euch interessiert das ganze Zwischengelaber nicht. Ich glaube, ihr wollt mehr das Fiese wissen. Was ich sagen darf. Ah. Komm schon. Nein, er fällt nicht. Okay, das war jetzt doof. So.
Ihr wollt es eh nur wissen, aber trotzdem rede ich noch kurz um den heißen Brei. Falls Daniel das jetzt sieht, was er eh wird, du bist ein Lappen. Einfach nur der größte Lappen. Mit so jemand wie dir, also jetzt nicht von schulisch unbedingt, schulisch habe ich ja schon jetzt erwähnt, ganz in Ordnung. Und einfach, mit dir kann man nicht zocken. Du kämpfst gegen ihn, bist eine Runde schlechter, ab da bist du der Noob. Ab da bist du ein Noob. Ab dem du diese eine Runde, wo du nicht besser warst, in dieser Runde zählst du als Noob. Und ab da, wo dann der Noob bist, ab da bist du halt ein Noob. So. Und das finde ich halt von deiner Scheiße. Ich werde jetzt einfach probieren mal. Das war doch irgendwie zack, 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 zack. Nein, nein, nein. Hä? Okay. Ich hätte eh nicht überlegt, aber trotzdem. Man konnte ja mal versuchen, wenn man Premium ist. So. Und weil er sich halt so scheiße benimmt, werde ich jetzt Karten offen legen. Daniel. A.K.A. NetTLP, a.k.a. GummaDD2015LP. Hat in einem Video, ihr könnt gucken, ich werde gucken, ob ich es euch verlinke, gesagt, wer mit vollen Namen heißt. Daniel Schönfeld. Dieser Person namens Daniel Schönfeld hat in einem Video auf meinem Kanal erwähnt, wo er wohnt. Tanto. Daniel Schönfeld hat in das war ich jetzt. Florian Schmidt hat in einem Video erwähnt, ihr wisst ja eh meinen vollen Namen, ich habe erwähnt, dass, das war, als ich in den Ferien in Köln war, wo kaum Videos kamen, wo ich den einen Schwarzbild-Vlog gemacht habe, da kam das Video, wo ich sagte, brandenburgische Sommerferien, Schlussfolgerung, Florian Brandenburg, gleiche Schule, Daniel Florian, warte, ich nehme kurz jemanden Skype an. Ja, was los? Warte, ich nehme gerade auf. Wenn das nicht dort, hört man dich gleich. Ja, Niki? Gut, man hört dich jetzt. Hallo. Ja, ich rede gerade nämlich über eine Thematik. Über wen? Daniel. Da okay, schon jetzt soll ich mitreden. Oh, was? Ich mache gerade Zusammenfolgerung. Gut, also ich wiederhole einfach nochmal die Zusammenfolgerung, weil ich gerade aus dem Konzept gekommen bin. Gut. Entschuldigung. Ich habe in den Ferien, beziehungsweise Sommerferien von Wechsel 6.7. habe ich erwähnt, dass ich in Brandenburg wohne. Schlussfolgerung, mein Bundesland, wo ich wohne, ist Brandenburg. Ja. Daniel hat in einem Video erwähnt, dass er in Tanto wohnt. Ja, ist ja sein Problem. Ja, und ich darf das jetzt alles sagen. So, hat er erwähnt. Dann... Nächste Sache, Daniel hat seinen vollen Namen in den Video erwähnt. Mein vollen Namen wisst ihr auch alle, also das ist kein Ding. Die Zuschauer so. Also, Daniel Schönfeld, Tanto. Halten wir mal so fest. Ja. So, also, Zuschauer. Und jetzt hat er erwähnt, wo du wohnst. Nein, du wohnst in... Genau, nein, das hat er nicht erwähnt, er hat gar nichts erwähnt. Nur, er sagte halt in dem Video, dass er ein Beef-Video machen will gegen mich. Ja. In einem Video, wo er gar nicht wusste, dass ich das aufnehme. Ja. So ein Prank. Real-Life-Video. Nee, so ein Prank, wie mit Lenny. Prank. Ja, der Prank gegen Lenny war geil. Okay, nee, das habe ich gefällt. So, auf jeden Fall hat er das erwähnt. So, jetzt wissen die Zuschauer, Daniel Schönfeld, Tanto, Brandenburg. Sofort gucken, ob man es finden kann. Postleitzahl dürfte ich rein theoretisch sagen. Mache ich aber jetzt mal nicht, weil ich nicht asozial sein will. Also, falls ihr zu Daniel wollt. Daniel Schönfeld in Tanto, in Brandenburg. Jetzt vorbeischauen. Ja. So, sofort klingeln, Fresse einschlagen und wieder fahren. Also, rufen Sie bitte unter dieser Nummer an. Und gewinnen Sie einen Daniel Schönfeld, der in Brandenburg-Tanto wohnt. Tschüss. Ja, nee, weil Daniel wollte halt ein Hate-Video gegen mich machen. Und deswegen mache ich jetzt dieses Video. Ja, gegen ihn. Das, also vor den Tag, also
Du hast jetzt den Prank noch nicht gesehen, aber die Zuschauer. Doch, den Prank habe ich schon gesehen. Nein, den neuen Prank, den ich aufgenommen habe. Ach so. Weil ich habe heute einen Prank aufgenommen. Für mich heute. Nee. Daniel. Ach nee. Bei Daniel. Okay. So. Ja. Und die Zuschauer sollten den Prank am besten jetzt schon gesehen haben, dass sie wissen, wieso ich überhaupt dieses Video mache. Ja. Weil er hat da erwähnt, dass er ein Hate-Video gegen mich machen will. Hat er nicht gemacht. Er wollte kein Hate-Video gegen mich machen. Hat er nicht gemacht. Genau. Und deswegen mache ich jetzt das Video. Und ich sagte, ich sagte zu Daniel, als das war, ich werde, wenn er noch einmal was macht, die Karten offenlegen. Jetzt ist es soweit. Jetzt wisst ihr, wo Daniel wohnt. Und als nächstes kommt dann die Telefonnummer. Nee, die hat er leider noch nicht im Video erwähnt. Ich werde deswegen, Zuschauer, falls ihr noch mal ein komplettes Faktenvideo über Daniel sehen wollt, ich werde gucken, was ich... 50 Fakten über Daniel. Ich werde zusammentragen, was Daniel alles auf YouTube schon mal öffentlich gesagt hat. Er hat sich auch schon mal gezeigt. Ich werde gucken, ob ich davon noch ein Bild finde. Hieslig. Ich werde gucken, ob ich davon noch mal ein Bild finde. Wenn ihr das sehen wollt, ich werde es eh machen, auch wenn ihr es nicht sehen wollt. Schreibt es in die Kommentare. Ja. Deswegen. Ich denke mal, ihr wollt es nicht sehen. So ein hässlicher Dude. Also eigentlich muss ich da einbauen, Augenkrebsgefahr. Ja, so vorne. Meine Damen und Herren. Bitte beachten Sie bei diesem Video die Augenkrebsgefahr. Ja, setzen Sie sich nicht so nah an den setzen Sie sich richtig hin und nicht so nah an den Computer. Ich wurde getötet. So, auf jeden Fall. Das war jetzt erstmal nur so ein kurzer Einblick. Falls ihr die Fakten über Daniel sehen wollt, schreibt es jetzt in die Kommentare. Wenn ihr es nicht sehen wollt, es kommt trotzdem. Ja, es kommt trotzdem. So, oh ja, und noch was. Daniel hat 6 Accounts. 6 Abonnenten. Ein Zufall? Nein, ich glaube nicht. Illuminati. Nachdem Daniel und ich in den Stream Beef hatten, habe ich 6 Abonnenten verloren. Illuminati confirmed. Ja, genau, Illuminati. Das war's dann auf jeden Fall für das Video. Haut rein, lasst ein Like da. Guckt euch auf jeden Fall das Faktenvideo an, was bald kommen wird. Und ja. Ciao. Ja.